Jeder Jüngling sehnt sich so zu lieben, jedes Mädchen so geliebt zu sein. Ach, der heiligste von unseren Trieben, warum quält aus ihm die grimme Pein? Kein Name. Clarissa hat dich bei Vater schlecht gemacht. Und bevor du jetzt irgendwas Unüberlegtes tust, bitte denk noch mal in aller Ruhe darüber nach. Na gut. Das werde ich tun. Aber mach dir keine allzu großen Hoffnungen, dass ich meine Pläne ändern werde. Ich weiß. Darum hat Ben mich auch gebeten, Sophie etwas unter die Arme zu greifen. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen. Ich bitte Sie ganz im Gegenteil. Das wirst du schön bleiben lassen. Willst du mich daran hindern? Ja. Und wie? Wie wär's damit? Da staunst du, was? Du bist ja überhaupt nicht gelähmt. Gut erkannt. Aber behalt's noch eine Weile für dich. Jedenfalls so lange, bis ich ganz offiziell in einer Spezialklinik geheilt worden bin. Was soll das Theater? Auch eine kleine Lektion für meinen Schwiegersohn. Er wird nie wieder wehrlose Frauen angreifen. Aber lassen wir doch dieses Thema. Wir haben noch viel Besseres zu tun. Du bist ja völlig verrückt. Verrückt nach dir. Fass mich nicht an. Und verschwinde. Ich will dich hier nicht mehr sehen. Ich warne dich. Du warnst mich? Ja? Und was wäre, wenn ich Christoph erzähle, dass du gar nicht gelähmt bist? Dann setze ich mich einfach wieder in den Stuhl. Du könntest mir nichts beweisen. Du würdest dich nur lächerlich machen. Außerdem wäre ich gezwungen, Christoph gewisse Informationen über deine Vergangenheit zukommen zu lassen. Was für Informationen? Nun, über deine kurze, aber sehr spritzige Filmkarriere, wenn du weißt, was ich meine. Ein reichlich fantasieloser Streifen, aber du zeigst erstaunliches Stehvermögen. Du blöffst. Der Streifen ist längst aus dem Verkehr gezogen. Verkehr ist gut. Ich habe mir noch eins von den Machwerken gesichert. Wenn du Christoph also irgendetwas sagst oder dich mit ihm versöhnst, dann wird der Streifen 24 Stunden später über die Bildschirme flimmern. Die Privatsender lecken sich die Finger nach sowas. Und du wirst als Graf Porno in die Adelsgeschichte eingehen. Wenn du also immer noch denkst, ich blöffe, dann kannst du dir das Filmchen ja morgen Nachmittag bei mir noch mal ansehen. Vielleicht bringt dich das ja in Stimmung. Jeder Jüngling sehnt sich so zu lieben, jedes Mädchen so geliebt zu sein. Ach, der heiligste von unseren Trieben, warum quillt aus ihm die grimme Pein? Jedes Mädchen so geliebt zu sein. Dich zu verlassen, den ich so liebe, von dem ich unzertrennlich war. Ach, ich wusste, dass du mich liebtest, wusste es an den ersten seelenvollen Blicken. Des Tages denke ich an dich, des Nachts träumst du von mir.
Wenn du nicht bei mir bist, bin ich bei dir. Anna. Stimmt das, was Barbara sagt? Was? Sie meinte, die Tagebücher beweisen, dass Christoph keine Schuld an der Erbschaftsregelung hat. Zum letzten Mal, halte dich aus meinen Familienangelegenheiten raus. Aber ich bin doch deine Frau. Das ist mir scheißegal. Ben. Ben! Ich kann dein falsches Gerede nicht mehr ertragen. Du bist schlimmer als alle anderen zusammen, du. Du miese Sch... Wenn du nicht gewesen wärst, wäre ich niemals nach Friedenau zurückgekehrt! Du mieses Stück Brot! So, nächste Stunde möchte ich dann mit euch über die Frage sprechen, warum Goethe den Werther als Briefroman geschrieben hat und nicht als Tagebuch. Aber darüber sprechen wir gleich. Interessante Frage. Ich habe schon die ganze Zeit darüber nachgedacht. Oh, schön. Mhm. Das trifft sich gut. Dann haben Sie sicher gleich eine gute Antwort parat. Ja, doch. Ich hätte auch noch eine Frage. Ja, darüber sprechen wir gleich. Kommst du nicht mit raus? Nee, ich bleib hier. Ich muss noch Englisch-Vokabeln lernen. Soll ich dich abfragen? Da gibt's noch nichts abzuhören. Ich muss das erst noch lernen. Und das kann ich am besten allein. Okay. Bis gleich dann. Mhm. Oh. Ist der Schüler nicht hier? Nee, der müsste auf dem Hof sein. Mhm. Soll ich ihm irgendwas ausrichten? Nein, nicht nötig. Gut. Tschüss. Tschüss. Können Sie mir sagen, was das soll? Das Aus für die Fabulous Four. Jetzt lassen Sie sich eine verdammt gute Antwort einfallen. Ein Gerücht, das seit Wochen die Fans verunsichert, scheint sich zu bewahrheiten, wie wir gestern von einer Mitarbeiterin von AMG erfahren haben. Die fabelhaften Vier finden sich gegenseitig gar nicht so fabelhaft und planen die Auflösung der Band. Ich habe Ihnen doch gestern Abend gesagt, dass davon kein Wort an die Presse gehen darf. Das haben die nicht von mir. Ach, und von wem haben Sie das dann? Ich habe keine Ahnung. Sie haben keine Ahnung. Wie immer keine Ahnung. Und deswegen war das heute Ihr letzter Tag. Packen Sie Ihre Sachen, bevor Sie noch mehr Schaden anrichten. Das können Sie nicht machen. Ach nein? Mein Mann persönlich hat Sophie eingestellt. Er wäre sicher nicht glücklich über Ihre Entscheidung. Außerdem war ich gestern dabei. Frau Lewinsky hat sich völlig korrekt und im Sinne der Firma verhalten. Ich kann Ihnen also nur empfehlen, nicht allzu viel Wind um die Sache zu machen. Sonst könnten Sie am Ende derjenige sein, der hier rausfliegt. Na gut. Aber wenn Sie noch mal mit so einem Presseeinig sprechen, dann kommen Sie nächstes Mal zu mir. Oder besser noch, Sie schicken ihn gleich zu mir rüber. Haben Sie das kapiert? Also dann, schönen Tag. Ben, ich brauche deine Antwort. Jetzt nicht. Warum nicht jetzt? Ich habe dir doch gesagt, dass ich Zeit brauche. Aber du hattest doch Zeit. Einen ganzen Tag und eine ganze Nacht reicht Ihnen das nicht. Ben, du willst es nicht begreifen. Ich möchte jetzt nicht mit dir reden, klar?
Ben, ich bin dein Bruder. Ich habe zu dir gehalten, was immer auch geschehen ist. Die Tagebücher sagen doch eindeutig, dass Clarissa uns beide reingelegt hat. Ben. Jetzt lass mich durch, bitte. Ben. Was machen Sie denn schon wieder hier? Kümmern Sie sich gefälligst um Ihre Pferde, klar? Entschuldigung, ich wollte das. Ein Päckchen für Frau von Anstetten? Ah, geben Sie her. Schön. Warten Sie. Vielen Dank. Schönen Tag noch. Mhm. Wer schickt dir denn sowas Feines? Keine Karte dabei. Ein neuer Verehrer? Nicht, dass ich wüsste. Vielleicht ist das ja von Ben? Von Ben? Bahnt sich da etwa was an? Oh. Oh, weshalb sollte er dir sonst Pralinen schicken? Vielleicht will er mich am Ende stimmen. Habt ihr Streit? Nein, eigentlich nicht. Aber? Ah, jetzt reicht's aber. Sei nicht immer so neugierig. Oh, mach doch nicht erst solche Andeutungen. Hey, was soll denn das? Ich dachte, ich nasch mal eine. Nix da. Ich mach Diät. Ja und? Ich erwarte von meiner besten Freundin etwas Solidarität. Dir würde ein bisschen Zurückhaltung auch nicht schaden. Ist einfach nicht gut für die Figur. Oh, dann gib mir wenigstens einen Shampoo. Das ist gut für den Kreislauf. Geht leider nicht. Ben kommt gleich und vorher bekomme ich noch eine Massage. Ach, spielt sich da doch etwas ab? Das will ich dir gerade auf die Nase binden. Na, alles wieder in Ordnung? Ja, scheint so. Danke jedenfalls. Ja. Du weißt wofür. Ohne dich hätte er mich in den Reißwolf gesteckt. Naja, ich kann ja nicht einfach zusehen, wie er dich fertig macht. Seit wann denn das nicht? Sophie, ich will, dass du glücklich bist in deinem Job. Noch vor ein paar Wochen hast du keine Gelegenheit ausgelassen, mir das Leben zur Hölle zu machen. Und damals mit Henning? Das war einmal. Jetzt geht's nur um den Job. Ich will, dass du das Beste draus machst, weil mir viel an den Musikern liegt. Was mal zwischen uns war, das zählt da nicht. Das wäre ja schön. Ich muss jetzt hier leider weitermachen, sonst kriege ich gleich den nächsten Anschuss von Bea. Das sind doch die alten Demos, oder? Ja, genau. Ich sollte die raussuchen, weil er die nochmal bei der Firmenleitung präsentieren will. Verstehe. Sophie, kommen Sie bitte in mein Büro. Ich komme. Also, ich komme gleich wieder. Ja, auf jeden Fall werde ich dir das nie vergessen. Dafür werde ich sorgen. Zum Glück hat Lena sich ein anderes Thema ausgesucht. Ich dachte, ihr zwei seid zu dicke. Naja, also befreundet sind wir schon, aber die Anschleimerei bei dem Schöner zum Beispiel, das ist doch furchtbar. Ja, stimmt. Naja, und zu zweit kann man auch viel besser arbeiten, oder? Ja. Also, dann wollen wir mal. Also. Die Darstellung der Liebe im Werther im Vergleich zur Lyrik der Moderne. Tja, was soll man dazu schon sagen? ich denke, es ist am besten, wir gucken erstmal, wie es im Werther gelaufen ist, oder? Und dann schauen wir nach, was zum Beispiel Brecht oder Kästner, Ingeborg Bachmann oder Enzensberger dazu gesagt haben. Mhm. Müssen wir das dann auch alles noch lesen? Wissen, was drin steht, sollten wir schon, wenn wir vergleichen wollen. Aber lass uns erstmal die Fakten sammeln, die wir beim Werther finden. Hm? Okay. Also, Werther war in Lotte verliebt, aber sie war schon verlobt. Genau, und deshalb konnte sich da nichts abspielen. Naja, Moment. Sie war ja nicht in ihn verliebt, sonst wäre es ja vielleicht anders gelaufen. Ja, das war natürlich ziemlich beschissen für ihn. Stell dir vor, du bist in jemand verliebt und der will nichts von dir wissen. Tja, kann vorkommen. Aber dann kann man ja immer noch jemanden richtig lieben. Na, vielleicht ist es sogar die einzig wahre Art, jemanden zu lieben. Aber auf die Dauer ganz schön einseitig. Ja. Im Mittelalter gab es sowas. Da hat man Frauen, an die man aus standesrechtlichen Gründen nicht rankam, aus der Ferne verehrt. Und war glücklich damit. Aber aus Werthers Briefen geht eindeutig hervor, dass das für ihn nichts ist. Ja. Herr Goethe hat damit ja auch die moderne Auffassung der Liebe geprägt. Du meinst ganz oder gar nicht? Ja. Für Werther gehörten seelische und körperliche Liebe einfach zusammen. Und für dich?
Ich denke, Werther hatte da gar nicht so Unrecht. Du bist die blonde Sucht, ich bin Frankie L. Mach mich zum Star und zwar ganz schnell. Schwester, Schwester, du bist für mich Schwester, Schwester. Ich liebe dich auch, aber mit dem Star, das wird erstmal nichts. Hey, du sitzt doch hier im Zentrum der Macht. Du machst die Stars. Du entscheidest über Leben und Tod im Reich der Musik. Ach komm, ich kann froh sein, wenn ich die Probezeit überlebe. Hey, was ist mit dir los? Ich habe gestern mit dem Musikredakteur des Rheinischen Anzeigers gesprochen und es ging hauptsächlich um die Fabulous Four. Die lösen sich doch auf, oder? Genau. So steht zumindest in der Zeitung. Nur, es hätte noch überhaupt nicht drin stehen dürfen, weil es noch gar nicht offiziell ist. Und von mir hat der Typ das auch nicht. Ach so. Und dein Chef denkt jetzt, dass du... Ganz genau. Wenn Tanja nicht gewesen wäre, hätte er mich glatt rausgeschmissen. Was hat denn diese Zicke schon wieder damit zu tun? Sie hat mir geholfen. Tja, so auf die Tour. Sie wäre ja die Frau vom Chef und Ben hätte mich persönlich eingestellt. Und sie wäre außerdem bei dem besagten Gespräch dabei gewesen. Ey Mann, ist doch voll okay von der Alten. Ja, finde ich auch nett. Nur warum hat sie das gemacht? Normalerweise wäre sie mit dem Rücken gefallen. Wirklich merkwürdig. Jetzt muss ich ihr auch noch dankbar sein. Ach Quatsch. Was die sich alles bei dir geleistet hat, das war das Mindeste, was sie tun konnte. Trotzdem. Ach, wie konnte das bloß passieren? Ich habe dem Typen nichts gesagt. Die schreiben doch, was sie wollen. Erzähl das meinem Chef. Ach, Schätzchen, jetzt lass mir den Kopf nicht hängen. Die können dir hier doch alle nichts. Und denke mal dran. Wenn dir der noch mal blöd kommt, dann kommst du einfach zurück ins No Limits. So. Und jetzt gehen wir erstmal was essen, damit du groß und stark wirst. Und heute Nachmittag, da kannst du dann immer noch ein paar Weltstars entdecken. Ben, da bist du ja endlich. Komm, setz dich. Ich habe den Rekorder schon aufbauen lassen. Die Vorstellung kann gleich losgehen. Die Vorstellung können wir uns sparen. Ich habe mich entschieden, ich werde mich mit Christoph versöhnen. Koste es, was es wolle. Ach ja? Und was ist hiermit? Mach damit, was du willst. Aber Ben, ich mach dich zum Gespött. Wenn das hier erstmal in der deutschen Medienlandschaft kursiert, dann bist du erledigt. Du kannst mir nicht drohen. Sogar diese bayerische Abgeordnete und dieser Gameshow-Moderator haben es überlebt. Du musst es ja wissen. Es hat keinen Zweck, Larissa. Du hast mich beschissen. Ohne Ende. Du hättest mich fast um mein Erbe gebracht. Ich werde mich mit Christoph versöhnen. Ben, das wirst du nicht tun. Und wieso nicht? Meinst du, ich lasse mich mit so einer Jugendsünde erpressen? Du wirst dich jedenfalls nicht mit Christoph versöhnen. Was geht dich eigentlich mein Verhältnis zu meinem Bruder an? Ihr lebt in Scheidung. Ob ihr beide euch mögt oder nicht, das kratzt mich überhaupt nicht. Was mich interessiert, ist Friedenau. Ich will, dass Friedenau versteigert wird. Und warum? Weil ich es kaufen will. Werther glaubt, dass keiner Lotte so sehr liebt wie er. Woher will er das eigentlich wissen? Er fühlt es. Und dieses Gefühl ist so stark, dass er sich ein Leben ohne diese Liebe nicht mehr vorstellen kann. Also, dass man deswegen fertig ist, das kann ich ja verstehen, aber sich gleich die Kugel zu geben. Werther war halt ein ziemlich sentimentaler Typ. Mhm. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sowas einen sehr wurmt. Sag mal, hast du schon mal eine geliebt, die nichts von dir wissen wollte? Ja, kann schon sein. Kenn ich sie? Ja, was soll ich sagen? Aus der Schule? Ist das schon länger her oder bist du etwa immer noch in sie verliebt? Warte mal. Ich kenne sie aus unserer Schule? Manuela! Lena? Spinnst du? Etwa Frau Hadeler. Na, soll vorkommen, dass Schüler sich in ihre Lehrer verlieben. Nee. Die wäre mir dann doch zu alt, glaube ich. Na und? Sieht doch gar nicht schlecht aus.
Na okay, sie hat eine schreckliche Lache. Eben. Außerdem ist sie auch hinter Schöner her. Ach komm. Na klar, hast doch gesehen, wie die ihn angebaggert hat. Aber die hat doch keine Chance bei ihm. Woher willst du das wissen? Oh, so spät schon, ich muss los. Ich treffe mich noch mit ein paar Mädels in Düsseldorf. Oh ja. Mensch, da haben wir heute echt nicht viel geschafft, hä? Ja, also heute Abend müssen wir mehr am Thema bleiben. Sonst wären wir mit dem Referat nie fertig. Ja, und dann erzählst du mir auch, wer deine große Liebe ist. Tja, nachdem ich die Mäher aus dem Rennen geschlagen hatte, konnte mein Strohmann Stern natürlich einen sensationell niedrigen Preis rausschlagen. Unglaublich. Du schreckst dir wirklich vor nichts zurück, hm? Ich fürchte bloß, deine Bemühungen waren umsonst. Was soll das heißen? Du bekommst Frieden auch nicht. Jedenfalls nicht durch meine Hilfe. Ich werde mich bei Christoph entschuldigen und wir werden zusammen dort wohnen bleiben. Und irgendwann bekommst du die geballte Ladung zurück. Pff. Ja, mich bringt man nicht ungestraft um sein Erbe. Ben, mach keinen Unsinn. Ich mache keinen Unsinn mehr. Keine Sorge. Die Zeiten sind endgültig vorbei. Ben! Verdammt. Anna ist gerade auf dem Romantiktrip. Sie liest in der Schule Goethes Werther. Also erstmal hat Werther überhaupt nichts mit Romantik zu tun. Er zählt nämlich zur Klassik. Und zweitens fand ich Gedichte schon immer toll. Mhm, ich weiß. Ene, mene, miste, es rappelt in der Kiste. Ene, mene, mu und du bist eine blöde Kuh. Christoph? Sophie, haben Sie die Tapes rausgesucht? Ja, das sind sie. Mhm. Sind das alle? Alle, die auf der Liste standen, ja. Sind Sie sicher? Ja, ich habe es doppelt gecheckt. Dann checken Sie es zum dritten Mal. Bei der Präsentation darf nichts schieflaufen. Okay, wie Sie wollen. Ben? Freu mich mal näher ran. Ben?